So, wir gehen erstmal zurück. Wir müssen erstmal unseren schönen geilen Bogen reparieren. Diablo 1 wäre jetzt weg. Aber ich wusste ja, dass er nur beschädigt ist. Grüß Gott, wo bist du? Benton, schon wieder bei Pepin. Du oller Sack. Hello, my friend. Stay a while. Was wollen die schon mal beim Heiler? Ich verstehe es nicht. Hast du schon wieder eine Erkältung? Leichte Zombie-Ergüsse? Oh, what can I do for you? So, reparieren. Unser Valor ist auch schon voll veraltet. Wir bräuchten eigentlich schon wieder was Besseres. Was haben wir denn hier? Ein Ring? Ring, 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 Ring? Halt, hier ist auch noch ein Ring, minus... Erstmal traden wir. Nee, brauchen wir nicht. Lebensflasche setzen wir rein. Und hier auch noch. Oh, ich sehe gerade, hier ist auch noch... Was ist denn das? Warp war oder was? Skull of Golem, hä? Den können wir nicht benutzen? Das ist ja merkwürdig. So, den Ring verkaufen wir nochmal bei Griswold. Dann gehen wir auch schon wieder zurück. Das war jetzt nur, um mal meinen Bogen zu reparieren. Und ein bisschen Mana, immer ein bisschen wieder Sachen zusammenzusammeln. Oh Gott. Ich glaube, wir haben eigentlich schon soweit wieder alles geklärt. Ich denke mal, wir kommen gleich zum Finale. Ja. So, da sind wir wieder. Da geht's weiter. Hier geht's zu Level 11. Auch so eine Sache ist, wenn wir Level 11 erreicht haben, ist ja noch nicht die Hölle. Hölle ist, glaube ich, erst ab Level 13. Wegen der Unglückszahl, ne? Ach, hier sind auch noch welche. Schön. So ganz geklärt haben wir es doch noch nicht. Komisch, hier sind wir doch schon unten lang gelatscht. Beste wäre ein Teleport hier rüber, wenn wir hier hinten sind. Aber wie gesagt, ohne Warp, ohne Teleport, also die Fähigkeit Teleport, können wir das gar nicht beeinflussen. Ich traue mich gar nicht so nah ranzugehen. Da habe ich echt Ehrfurcht. So, der weg. Der Toad-Team auch weg. Hat der Lightning hat drin gehauen. Also wenn der immer so stark ist, vielleicht bringt er uns ja was gegen den Boss. Ich weiß aber nicht, was der für Resistenzen und so hat. Nachher stört das ihn null. Okay, hier lang. Ist jetzt alles tot? Also laut Map war ich überall, wa? Da geht's zurück. Da kommen wir dahin. Aha, aha. So, Moment, wir nehmen mal ein Townportal, würde ich sagen. Und packen das hier irgendwo hin. Für den Fall der Fälle, wenn was passiert. Wobei nicht hier hinten. Ich habe eine Idee. Wir machen das Townportal gleich Richtung Level 11. Weil wenn was schief geht, kann ich gleich sagen, Schluss. Wir hauen ab, wir trainieren. Wir gehen weiter. Sonst müssen wir nämlich die ganze Kacke noch langlaufen. Und ihr wisst ja, was das heißt. Er hätte wieder Chancen, uns hinterherzukommen. Und ich wette, es wird bestimmt passieren, dass er uns einfach mal im Ladebildschirm tötet. Während wir überhaupt gerade die Treppen runtergehen. Ich bin ganz froh, dass die Einheiten in Diablo... Ah, wir könnten... Nee, wir nehmen keinen Scroll. Warte, wir machen das so. Wo bist du? Wo bist du hier? Dass die auch zum Glück nicht die Treppen runtergehen können und in andere Ebene wechseln. Das wäre richtig... Das wäre richtig fies. Phasing ist erstmal auf Level 3. Kein Wunder, dass es so viel Mana kostet. Das müssen wir noch ein bisschen leveln. Also öfters mal wieder bei Atria gucken. Aber Phasing ist auch teuer, finde ich. So, ich wollte gerade safen, aber wir können ja nicht safen. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Wir werden es jetzt versuchen. Und los. Okay. Das war natürlich scheiße. Ah, okay. Er kommt. Hier hinten. Oh. Warte mal, wir nehmen gleich mal einen Trank. Oh, oh. Ah, gut. Das, oh, oh. Nee, er ist hier schon. Oh. Es funktioniert.
Nein, ich will hier nicht hin. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay. Stopp! Oh! Leute, wir haben ihn platt! Oh, sorry, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr erzählen, weil gerade der erste Teleport war ja richtig bescheuert. Einfach schön in die Ecke rein. Alter! Tja, liebe Spieler, die ihr da draußen, die ihr cheaten musstet, um den zu besiegen. Ich hab's auch so geschafft. Mit Taktik, ihr Nudeln. Alter. Jetzt habe ich euch gefickt. Ganz ehrlich. Jetzt sage ich euch mal, wie die anderen Spieler das gemacht haben, um den zu schaffen. Die haben sich einfach hier auf diese kleine Insel hier oben hoch teleportiert. Und da kommt er ja nie ran. Niemals. Das schafft jeder. Wenn er Teleport hat, da drauf teleportieren, fertig. Wo ist da denn da die Kunst? Da ist keine Kunst. Und wir haben es so geschafft. Mit Phasing. Ich muss sagen, erstmal Dank an die Spieler, die das mit Teleport hingekriegt haben. Also, das war für mich der Augenmerk. Aha, mit Teleport können wir ihnen entkommen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn besiegt. Ich bin so glücklich. So, Level 11. Oh, Biorox. Alter! Gut, dass wir Feuerresistenz haben. Das wird uns das hier nämlich ziemlich wehtun. Das ist ja immer eine Begrüßung. Ah, so, oh, ich habe ein leichtes Zittern. Ich musste jedes Mal gucken, wie sieht's aus mit Mana, Tränke trinken. Ah, die scheiß Säure, dagegen haben wir einfach nichts. Ich glaube, die Balrogs haben Feuerresistenz. Deswegen zieht mein Feuerschaden noch nicht so sehr drin. Na komm. Oh Leute, Smithy ist tot. Wir mussten ihn nicht überspringen. Wir sind unbesiegbar. So, jetzt glaube ich, machen wir noch bis Level 12 und holen da den Teleporter. Dann haben wir schon mal die Ebene geklärt, weil ich weiß nicht, was passiert. Wenn wir wieder an dem vorbeikommen, ob der Smith nochmal gespawnt wird, hätte ich nämlich nicht Lust, ihn nochmal zu bekämpfen, weil das war schon sehr aufregend. War aber cool, ich muss sagen, das gefällt mir. Das war mal ein Kampf, der war nicht sehr eintönig und leicht, der war wirklich sehr fordernd. Man musste sich überlegen, wie man ihn besiegt. Und wir haben es auf eine Weise geschafft, das hat noch keiner gemacht, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. War für mich eigentlich das Intelligenteste. Ich wollte eigentlich als zweites, hätte ich noch versucht, ohne Bibliothek ist dann. Als nächstes hätte ich vielleicht nochmal mit Lightning versucht, ob das vielleicht reinhaut. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben genug Schaden gemacht. Das hat ihn mal überhaupt nicht. Also er konnte es überhaupt nicht durchhalten. Alter! Wie viele sind denn das? Hier würde ich gerne mal Lightning probieren. So. Ich sehe ja gar nichts von den ganz großen Flügeln. Bis jetzt tun uns eigentlich nur die Hunde wirklich weh. Immun gegen Feuer, da seht ihr es. Also unser Bogen macht nicht den genauen, kompletten Schaden, wie er machen sollte. Wir machen nur, ich glaube, ein Viertel. Aber es reicht. Es reicht trotzdem, ihn zu töten. Warte mal, da geht's schon zu Level 12. Wollen wir schon? Ich weiß nicht. Hier gibt's ja gar nichts. Soweit ich weiß, gab es hier keine Zusatzquests. Die nächsten Quests kommen, glaube ich, erst in Hell. Hallo? Hallo? Ich gehe noch zur Bibliothek, okay? Wir gehen noch zur Bibliothek und dann gehen wir Level 12. Hätte ich mal gesagt. Wir können ja immer noch zu den Ebenen wieder runtergehen, wenn irgendwas mal brennt. Ganz ehrlich, Balrogs kennen wir schon. Oh, der Blade ist gerade getroffen. Das ist jetzt alles kein Ding hier. Gerade die Splitter. Breastplate. Oh, die kriegen so viel Geld. Die nehme ich natürlich mit. Hier, die Kloake weg. So, Breastplate. So was bräuchten wir aus Gold. Der Vergoldete. Es
der grün oder strahlt das nur wegen dem Gift so? So, ein bisschen heilen. Ja, wie gesagt, auch der Feuerschaden tut uns trotzdem noch ein bisschen weh, weil wir nicht immun sind. Wir sind nur resistent. Aber ich denke mal, es fehlt wirklich 90% ab. Das ist sehr gut. Weil dann weiß ich, dass wir gegen Diablo gute Chancen haben. Lightning? Ach, ich will Lightning nochmal lernen. Darf ich mal? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Raus hier, raus. So, nochmal ein Mana-Trank. Ach, das ist ein Boss. Deswegen der Schaden. Warte mal, wir versuchen mal nochmal Lightning. Wo ist es? Hier. Alter, warum habe ich das nicht eher eingesetzt? Not enough mana. Not enough mana. Ja, natürlich, das funktioniert nicht so gut. So, hier, friss mal mein Lightning. Oh, das... Ey, der Zauber ist genial, also... Ich muss öfter zaubern. Es ist so. Ich will noch das Buch mal gucken, ob wir es lernen können. Dann können wir unser Lightning noch stärker machen. Schmeiß ich kurz den Anvil raus. Können wir nicht lernen, okay. Aber ich würde sagen, wir hauen mal kurz in die City ab. In the Hood. Ein Boss! Not enough mana. Ein Amulett. Das nehmen wir natürlich mit. So, jetzt. Wir haben ja noch Scrollies. Würde ich machen, machen wir hier noch eine Scroll. Jetzt haben wir ja insgesamt zwei Townportale eigentlich schon aufgestellt. Aber das erste verschwindet ja immer, sobald man das nächste beschwört. So, dann bleiben wir nämlich auf Lightning. So, jetzt können wir Crystal seinen dämlichen Amboss wiedergeben, damit er weiter schmieden kann. Oh, cool. Der Anvil ist sogar hier drinne. Wir können craften. Also craften. Transmute Flaving Flavored Gem. Und was jetzt? Item, Material. Okay. Liste. Ach so. Und wir können das auch noch steigern. Number of Recept. Wir brauchen mehr Rezepte. Dann können wir transmutieren. Dann können wir Sachen verstärken. Alter, was ist denn das für eine geile Kacke? Das freut mich. Ich sehe, da oben hat die Frau vom Barkeeper irgendwie eine Quest für uns. Hey, bleib doch mal stehen, Griswold! Mensch! Junge! 5 zu Dexterity, Vitalität wird verlieren, Resistenz gegen Feuer, Resistenz gegen Elektro. Ich weiß nicht. Ist eigentlich teilweise, gerade wegen der Armor-Klasse, sehr stark. Aber Vitalität 10 Stück. Ja, warte mal, das gucke ich mir gleich an. Das ist übrigens das geile Schwert wieder. Übelst geil. Also für einen Krieger wirklich geil. Hier würden wir von Magie verlieren. Resistenz gegen Elektro. Moment, wir nehmen mal kurz die Mana-Flaschen rein. Was haben wir hier noch? Phasing? Heiltrank. Heiltränke müssen wir auf jeden Fall verkaufen. Okay, so, dann gehen wir mal erstmal zu Pepin, verkaufen den schnöden Rotz. What ails you, my friend? Aber was man hier alles machen kann, das ist so unglaublich. Jetzt können wir craften, weil wir den Amboss wieder geschafft haben. So, zwei brauchen wir noch. Zack. So. Und dann müssen wir nochmal ein Townportal kaufen. So, jetzt gucke ich mir erstmal an, was sich so verändern würde, wenn wir jetzt den Anzug nehmen. Also Vitalität geht ganz schön runter, aber unser Schaden erhöht sich. Mehr Schaden, mehr Resistenz ist immer gut und mehr Armor-Klasse sowieso. Gut, dann verkaufen wir den Anvil. Nicht den Anvil, den Valor. Mach's gut, Valor. Warst ein guter Begleiter, aber deine Armor-Klasse ist einfach zu schwach.
Aber wir brauchen auf jeden Fall so eine Platte. Hier, so eine Platte bräuchten wir aus Gold oder wenigstens Blau. Oh, warte mal. Ah nee, warte mal. Ich gucke jetzt hier drin, obwohl es eigentlich hier genauso ist. Nee, Glücksspiel ist auch Quatsch, oder? Was kostet ein Glücksspiel? Nee, das wäre nicht Platte. 54.000 kostet sowas. Warte mal, gucken wir mal weiter. Der hat ja immer wieder was Neues auf Lager, wenn ich, je öfter ich ihn anquatsche. Oh, 80 Stärke. 217.000? Was? Das können wir uns gar nicht leisten. Und dann kommt nachher nur so Müll raus. Also eine Platte wäre noch nicht schlecht. Hier. Okay. Wollen wir es tun? Dann verlieren wir verdammt viel Geld. Warte mal, Armor 42. Ich tue es jetzt einfach. Okay, 75 Rüstung. Dexterity verlieren wir. Wir kriegen aber Kälteresistenz. Okay. Den nehme ich. Habe ja immerhin viel Geld dafür verballert. Okay, unser Schaden geht wieder runter. Naja, ein bisschen, aber unsere Armor-Klasse ist verdammt hoch. Und Kälteresistenz ist verdammt hoch. Also Resistenten sehen sehr gut aus. So, dann können wir das Ding verkaufen. Natürlich jetzt. Wir sehen übrigens wieder cool aus. Wir haben jetzt die höchste Rüstung an. Mal sehen, ob wir noch eine bessere finden als die. So sieht sie aus, unsere Jägerin. Wie eine Amazone. So, jetzt schauen wir mal, was die hat. Beg pardon, but have you heard what has been happening? Some of the men have vanished from the village. Deesa's sons, Aeneas and Ruth, claim to have seen strange lights glowing deep within the woods a few days ago. But no one has heard from them since. I too have seen a crimson shimmering from beyond the ash groves, but I've been too afraid to approach it. I fear that Ogden or our healer Pepin may be next. Won't you please find out? Eine neue Quest? Warte mal. Andariel, Maiden of Angish? Andariel? Das ist die Herrin des Leidens? Oder nee, der Qual. Nee, des Schmerzens. Nee, der Qual, glaube ich, heißt es. Englisch heißt, glaube ich, Qual. Warte mal, können wir vielleicht jetzt hier links lang? Ich weiß jetzt noch gar nicht, was hier los ist. Was? Andariel? Wieso kommt die hier vor? Die dürfte noch gar nicht vorkommen. Ich gucke mir mal links an hier, ob die vielleicht jetzt hier... Dass hier vielleicht links irgendwas sich geöffnet hat durch diese Quest. Halt, da müssen wir hier lang. Weil der sagte immer irgendwie eine Ebene oder so. Toll, jetzt haben wir gerade unser schönes Geld verballert. Nee, hier ist noch nichts offen. Vielleicht ist es auch in der Hölle. Ich kann nicht mehr... Ich bin total debil, boah. So, Mana-Flaschen haben wir aufgefüllt, soweit. Ja, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Ich werde nicht den nächsten Teleporter haben. Dass wir wenigstens die Ebene übersprungen haben. Level 13 ist es doch schon soweit, Leute. Andariel. Okay, wo ist sie? Vielleicht müssen wir das echt mal die Town-Portal... Town-Portal? Die Town-Leute mal anquatschen. Was? Set-Gegenstand. Jetzt halten wir auf jeden Fall viel mehr aus. Wir haben jetzt eine Armor-Klasse von 112. 112, Leute. Ach, hier oben war sie. So, die Kloake nehmen wir mit. Also wenn jetzt irgendwas kommt, es kann uns eigentlich kaum noch schaden. Außer Magie natürlich. Magie ist immer noch das Einzige, was uns immer schaden kann, egal wie viel Armor-Klasse wir haben. So, Full Mana Portion. Was kommt denn jetzt als Gegner? Oh, Succubusse. Und Echsenmänner. Wir bleiben mal auf Healing, weil ich noch nicht so weiß, was die hier für Resistenz haben. Ich glaube, die haben immun gegen Elektro. Schon wieder diese Spucker. Ihr Rotzer. Ein Ring. Porschen. Mana. Gegen Succubus oder Succuben oder keine Ahnung, wie ist die Mehrzahl von Succubus? Weiß ich gar nicht. Gegen die habe ich keine Angst. Die sind nicht so schlimm. Ich weiß noch, mit Igo war es schlimm, weil sie immer weggerannt sind. Hier sind sie Fernkämpfer, also keine Gefahr für uns. Natürlich setzen sie Magie ein als Schaden. Und Magie haben wir noch nicht die höchste Resistenz. Da haben wir eigentlich die niedrigste Resistenz. Level 13, cool. Jetzt nur noch ein Teleporter, dann haben wir schon alles in einer Reihe.
Da unten sind sie. Wo sind sie? Hier. Ah, hier, komm. Was ist denn? Was wollt ihr denn? Ich sehe wieder nur Funkeln. Wow. Die können übrigens auch die Türen öffnen. Die Echsenleute. Ich sehe nichts. Schnell töten, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, sie haben die Tür aufgemacht. Es war aber noch kein Boss dabei, oder? Warte mal, noch den Succubus erledigen. Gut, dass wir diese Resistenzen haben. Sorry, es ist ziemlich laut wahrscheinlich gerade. Aber wir wollten ja ein bisschen Action haben. Jetzt haben wir unsere Action. Mana Potion. Board Axt. Da lebt noch was. Ja, immun gegen Lightning. Jetzt sehen wir es. Oh oh. Das war, glaube ich, nicht so schlau.